haben in Bayern erfreulicherweise rund 5 Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Manche im Sicherheitsbereich, in den Freiwilligen Feuerwehren, in Rettungsorganisationen, manche im Sport oder Kultur, manche auch bei der Integration von Neubürgern in unserem Land. Dafür müssen wir herzlich Dankeschön sagen und die guten Beispiele auch anderen in der Öffentlichkeit vorstellen. Man muss nicht weit schauen. Man muss sensibel die Umwelt beobachten. Dann kann man sehr schnell helfen. Das Vertrauen einfach in die einzelne Person ist viel größer. Das macht, glaube ich, eine Familie auf jeden Fall viel leichter zusammen, als wie es fremde Personen zusammen machen. Also wir dürfen halt noch nicht so auf Einsätze, sondern wir üben erstmal. Ich bin jetzt seit 51 Jahren dabei. Es macht Spaß, mit der Jugend zusammenzuarbeiten. Natürlich ein Restrisiko ist oft mal dabei und ja, wir schauen, dass wir da gut wieder rauskommen und dass wir den Leuten helfen können, dass die auch rauskommen. Was die Bergwacht angeht, die Geschichte hat mich natürlich selber total berührt. Also wir haben ja mehrere Bewerbungen gehabt und selbst jetzt muss ich schlucken, wenn ich an diese ganze Geschichte denke. So. Aber es war natürlich auch andere, bei der Feuerwehr zum Beispiel mit der Integration, Gänsehautmoment. Wir freuen uns für jeden Zuwachs. Das sieht man hier. Wir stehen fürs Ehrenamt ein, für die Integration und das machen wir gerne. Ich fand es einen unheimlich berührenden, wahnsinnig inspirierenden Abend und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es den gibt, weil dieses Wort Ehrenamt bekommt durch diesen Preis Gesichter und ich hoffe, dass es den noch ganz lange und dass es noch ganz viele Preisträger geben wird.